Oh wow, wir durften gerade mit dem Robert Brichler ein Interview machen. Vor allem durften wir sein Reich erkundigen, was gigantisch ist. Also, Katharina. Es ist hier wie Ankommen im Paradies. Und wenn man rundherum schaut und sieht, wie das vorher war, nämlich Monokulturfelder, ist euch hier echt etwas gelungen, innerhalb von kürzester Zeit aus einer alten Welt wieder ein Paradies zu erschaffen. Danke. Sehr, 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 sehr berührend. Vielen Dank für die Führung und für all die Weisheit, die da rausquillt aus dir, aus dem Schwert. Es ist so bereichernd, hier sein zu dürfen. All die Insekten auch hier. Hier gibt es ganz viele Wespen. Das hat sie auch, wenn man hier durchläuft, dann wird man von Wespen besungen. Das ist so schön. Ja, es ist wie ein großes Tunnel mit Wespenklängen. Und das Schwerte hat uns ja vorhin erzählt, das Schwerte steht hier hinter der Kamera, den seht ihr gerade nicht, dass hier auch viele Tiere, die schon auf den roten Listen stehen, wieder zurückgekommen sind. Innerhalb kürzester Zeit. Ja, genau. Und warum? Weil ihre Lebensgrundlagen wieder erfüllt und ihnen angeboten werden, dass sie sich wieder etablieren und vermehren können. Genau. Und das gilt für die Wasserlebewesen, das gilt für die Libellen. Die brauchen halt mal 6 Jahre stehendes Gewässer, dass sie ihre Larven damit aufziehen können, die Königslibelle. Und die Laubfrösche, die brauchen einfach ihren Ruheraum, wo kein Mähwerk durchfährt, sondern die liebevolle Gärtnerin oder der Gärtner mit Bedacht jeden Schritt und Tritt wählt und schaut, wo ist das Leben, wo kann ich es stützen, wo kann ich es fördern, wo kann ich es mehr vervollkommnen. Das ist unser Ziel. Fantastisch. Ja. Und das Wunderbare ist, dass der Platz auch offen ist. Das heißt, ihr macht jede Woche einmal am Samstag macht ihr den ganzen Tag eine Einfühlkur. Ja? Weil das geht nur mit dem Gefühl erfassen und das haben wir jetzt mit euch auch gemacht. Ihr solltet da nicht die Faktenlage erkunden, sondern ihr solltet euer Gefühl erfahren. Was macht es mit euch, wenn ihr durch so einen Raum, der nach dieser Widmung irgendwie durchgeht, was da mit euch passiert. Und das bieten wir jeden Samstag an, jetzt nochmal bis Mitte Oktober, denke ich einmal. Dann werden wir vielleicht eine winterliche Pause machen und überlegen, im nächsten Jahr machen wir dann wieder weiter. Weil einmal erleben, einmal sehen und verstehen, das ist so einfach. So einfach, dieses Schöpfungsprinzip wieder in also Aktivität versetzen. Ja, voll, das ist, wir brauchen nichts Neues erfinden, wir haben alles da. Wirklich, es hat natürlich... Also, so wie du das machst, also du brauchst viel den Bagger. Und da sprechen wir drüber jetzt in diesen 2 Interviews, die jetzt gerade folgen, wie du das machst und wie wir auch wieder Humus aufbauen können und wie wir uns wieder mit dem Boden halt mehr in Harmonie kommen können. Beim eigenen Häufchen geht's los. Beim eigenen Häufchen geht's los. Und du hast auch gesagt, wir ehren und schätzen das Regenwurmhäufchen und das Häufchen. Und du hast auch noch gesagt, du hast irgendwie noch so einen Satz. So ein Zitat. Ja genau, also wer der Erd gut tut, dem tut Erd gut. Weil das ist, also wenn ich das erkenne, dass das meine Mutter ist und dass sie alles, was wir sind und was wir denken und was wir machen, hervorgebracht hat, ohne da, wir sind das Gleiche. Ja? Und dann macht es doch für das künftige Leben Sinn, wenn wir diese Einheit wieder zelebrieren und wenn wir wieder für die Erde mit da sind, weil dann ist sie wieder für uns da. Die Mutter. Ja. Wir waren da ziemlich weise die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und also weise in Form von weisen Kindern, also nicht weisen Kindern, sondern, also ihr wisst schon, ziemlich allein ohne Mutter Erde. Und das dürfen wir jetzt wieder erkennen und wieder aktivieren. Ganz leicht. Einfach, einfach ist alles ist. Danke. Danke. Auf ganz bald. Danke. Bis gleich. Wir freuen uns auf euch. Dulft war, weil das so ein spitziges Ende war von dem Feld und dann hat der Vater gesagt, ja, mal, da ist im eh und dann soll ich einfach da anfangen, nach langem Hin und Her. Und dann habe ich hier angefangen, hier alles erstmal umgraben, mit Hand und mit Biss und mit eigentlich einfachen Werkzeugen, also nichts Großes an Gerätschaften. Und dann habe ich einfach gemerkt, was passiert, was mit mir passiert und was einfach auch mit den Wesen da passiert. Und mit der Vielfalt im Boden und wer da alles plötzlich auftaucht und da ist und sich zeigt und das war schon. Ja, und dann
habe ich das ein paar Jahre gemacht. Und siehe da, ich konnte es nicht mehr weitermachen, weil es ergab sich dann 2009, dass ich auf dem Hektar, nachdem ich wieder lang geredet habe, was da so passiert, konnte ich wieder einfach in die ja, Erweiterung, weil ein Hektar ist ein Hektar und eben nicht 2500 Quadratmeter. Und somit habe ich dann eben ein neues Werk angefangen. Und dann lag das erstmal brach, weil ich habe einfach keine Zeit mehr. Und dann kam der Dominik dann und hat dann auch seine Tippi aufgestellt. Und seit, ich glaube 2014 oder was, 13, 14, ist der Dominik hier und macht diesen Garten mit Leib und Seel. Und ja, das ist halt alles die Entstehungsgeschichte oder Gestehungsgeschichte, weil er dort auf sehr vielen eben aufbauen kann und konnte, was ich da als Erbarbeit, Vorarbeit geleistet habe. Eben mit sämtlichen Erdschichten aufgraben, lockern, tief runter, Steine reintragen, Steine tragen, Steine bauen, Hochbeete, Hügelbeete, Misch drauf, Laub drauf, alles was er irgendwie gegeben hat. Und in diesem Stil und nach dieser Methode hat der Dominik einfach weitergemacht. Und der hat das mal echt gut im Griff, weil er hat nichts anderes gemacht als immer nur obendrauf und einfach das wegnehmen, was er nicht wollte und das draufgeben, was er wollte. Und so hat sich da halt eine Pflanzenvielfalt mit Bäumen, Büschen, Kräutern, Beeren, Sträuchern also eingestellt. Das ist einfach nur so unglaublich und fantastisch. Und ja, er hat es echt einfach im Griff, weil wer sowas kann, was ihr da seht, hier die Lampenjungs, die nachts leuchten, aufhängen, die brauchen einfach einen guten Boden und ein bisschen Sinn und einen Verstand, wie geht das überhaupt. Und so ist der Dominik und das ist einfach das Dominikreich. Und da ist einfach, also so stelle ich mir vor, schau mal, alles voller Beeren, alles voll. Und so stelle ich mir einfach vor, so ist es künftig überall. Also das ist so eigentlich schon fast fertig. Ja? Weil das hat jetzt 15 Jahre Vorsprung und das ist so gediehen, wie es normalerweise gedeiht, wenn der Mensch mit Herz und mit Gefühl da weitermacht. So ist der, ja, also der Ideenraum, der da einfach gefüllt wird mit, ja, mit allerlei Werk. Und das, was hier kribbelt und krabbelt und was hier an Arten und Lebewesen und Fülle. Und das, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was hier passiert. Das kann man nur selber erleben. Und jeder Winkel und jeder Falz und jede Senke und jede Erhebung ist mit Menschenhand einfach ja, erhöht worden. Das ist das richtige Wort, erhöht. Also in der Vervollkommnung vorangegangen. Und es gab keinen Plan, es gab nur und gibt einfach eine Methode des Vorgehens. Und das heißt, die Erweiterung von innerer und äußerer Oberfläche, von Bodenoberfläche, von allem. Also alles, was in irgendeiner Form Bodenoberfläche bildet, ist richtig und wichtig. Und somit kommt halt die Üppigkeit und die Bodenfruchtbarkeit und alles, was es wirklich für einen paradiesischen Lebensraum braucht, das kommt da alles einfach in die Welt.
Und ab diesem Eck da, da habe ich dann mein neues Hektar angefangen. Das ist jetzt hier alles noch überlappend. Das ging dann 2009 da weiter. Wie viele Hektare hast du? Also das sind hier jetzt 4 Hektar Permakulturfläche. Und da drauf sind die Menschen, die das einfach ja, mit ihren lieben Händen und Herzen so machen, wie es. Und wie viele Menschen sind da? Ja, wir sind so vielleicht 2 Hände voll Menschen, die da aktiv mitwirken. So, und da ging dann der Garten bei mir los. Und da habe ich mich erst rundherum gegraben, allerdings dann mit Bagger, einem kleinen Anhängebagger, und habe dann hier erstmal den Rahmen gemacht. Weil das war alles Feld vorher. Das war alles Feld und das war alles Wiese. Ja. Und das war wann noch Feld und Wiese? Das war, also das da war alles 2009 noch Feld und Wiese. Und da in dem Landstück, da ist der Markus und die Yvonne. Und da hinten ist die Anneliese. Und da ist gerade der David bei mir auf dem Land und ich bin daheim auf dem Hof. Und arbeiten die Menschen, die hier wohnen, nebenbei? Also ich habe gehört, der Dominik arbeitet so. Also hier wohnt ja niemand. Aha. Hier ist Lebensraum. Okay. Und arbeiten tun alle, die da einfach Wurzeln gefunden haben und von der Idee einfach getragen sind. Hm. Ja. Die gab es vorher nicht da. Sind ein bisschen schwieriger zum Ernten. Aber für die Vögel ist das ganz eine schöne Sache. Wow, was sind das für Bären? Die wachsen normalerweise nur auf Sand und an der Küste oder im Norden. Das ist Sanddorn. Und das Sanddorn in einer Aufläche wächst, wo eigentlich Moorboden ist, das ist ungewöhnlich. Und wir haben das halt alles ein bisschen geändert und somit die Grundlagen geschaffen, dass es überhaupt wachsen kann. Du sagst, dass hier vorher Moor war, gell? Ja. Moor und Moos. Und das wurde alles drainagiert. Und somit wurde es halt für die wirtschaftliche Seite, also in der Landwirtschaft, dass halt da Heu geerntet werden konnte und dass da einfach ja, die Kühe und das Vieh gefüttert werden konnte. Da war ja früher auch Getreideanbau und Feldfrüchteanbau. Das ist ja erst die letzten 50 Jahre so intensiv hier im Allgäu mit der Milchwirtschaft. Vorher war das ja also eine vielschichtige Substitutionswirtschaft und da hat in Wahrheit jedes Dorf seine eigenen Grundlagen zum größten Teil einfach ja stemmen und erarbeiten können. Mhm. Ja, das ist uns ja heute ein bisschen ja, abhanden gekommen. So, und das sind 120 Meter Wall, die ich da hier auf der Westseite gemacht habe. Und das war halt das erste Ziel. Wie konnte ich diese lange, gerade Fläche, Wiese, wie konnte ich da einfach den Wind brechen und wie kann ich da einfach einen Stauraum und die Bodenoberfläche vergrößern. Und dann war ja auch der Teich, der da in die Erde wollte und da war natürlich jede Menge Erdreich, das hoch wollte und das wollte dann hier verteilt sein und die ganzen Steine, also da sind tausende und zigtausende Steinreihen da drin verbaut, die sind jetzt alle eingewachsen und zugewachsen und dennoch sind die Zwischenräume und die Lebensräume da einfach drin und da ist jetzt die letzten Jahre nicht mehr viel passiert, wegen Überangebot an Zeitmangel und
da haben sich halt gewisse Dinge etabliert und durchbissen und da wäre jetzt also im nächsten Schritt, welcher Baum gehört raus und welcher Baum oder welcher Strauch gehört jetzt da wieder rein, so nach meinen Vorstellungen, dass also die Vielfältigkeit jetzt einfach nur mehr kommt. Vieles kam von selber, vieles habe ich da schon gepflanzt und gesetzt und das sind halt auch die Rehe und auch die Wildtiere da und die Mäuse und alles und da hat sich das einfach in einer gewissen Weise auch natürlich sortiert, wer ist überhaupt jetzt hier da. Du kreierst da auch Mikroklimas, oder? Also ja, das ist ja natürlich Sinn und Zweck dieser ganzen Permakultur-Idee, dass einfach wir diese Extreme von extrem trocken nach extrem feucht, von extrem schattig zu extrem lichtig, dass wir einfach überall Zwischenschritte machen und dass wir diese Extreme einfach dynamisieren. Ja, weil das mag die Natur, wenn es einfach eine Dynamik hat, aber keine so Extreme. Und hier gerade das Thema Wasser. Wir sind Gott sei Dank nur in einer sehr wasserreichen Region. Nur wenn es jetzt stark regnet, läuft das Wasser dennoch oberflächlich alles weg und direkt ins Schwarze Meer, an Wien vorbei, über die Donau. Ja, und da haben wir halt gemerkt, wir müssen das unterbrechen. Und wir haben halt ganz viele Stauflächen. Im Stau ist ja auch wieder die Au drin. Ja? Und da haben wir ganz viele Auflächen und Pfützen und Senken und Teiche und Gewässer und Bachläufe und alles haben wir da jetzt einfach gemacht, die letzten Jahre. Ja. Magst du noch was zu Anastasia sagen? Anastasia? Lieber nicht. Wir haben die Bücher sehr inspiriert und an einer Stelle habe ich wohl gelesen und für mich erkannt, es gibt keinen Generalschlüssel für alles. Es ist alles individuell Schlüssel. Und so wie ich individuell bin und auf meine Grundlagen aufbauen konnte und durfte und um meinen Weg dadurch finden konnte, mir war einfach klar, durch die Permakultur und durch die Aufteilung von Familienleben auf dem Land, auf einer Fläche, die eben so groß ist, dass da ein Waldgarten entstehen kann. Und das geht halt nicht auf 200 Quadratmeter und auch nicht auf 2000 Quadratmeter. Es geht aber auch nicht mehr auf 200.000 Quadratmeter. Das ist dann schon wieder viel zu groß. Also ich finde einfach diese Größenordnung, du bist jetzt innerhalb von einem Hektar und diese ganzen Baumreihen da drumherum, das ist diese Wallanlage, die ich da geschaffen habe. Und alles, was hinterm Tippe ist, ist komplett bis in die Tiefe durchgearbeitet. Der moorige Boden an die Oberfläche, der See angelegt, die Schichten mit dem Lehm und den Tonen, die da unten drin sind, die haben sich einfach mit den Moorböden dann wieder gemischt. Und somit habe ich halt hier ganz fruchtbare Erde geschaffen. Und dass es hier gut wächst, sieht man deutlich. Es fehlt jetzt lediglich an der Pflege und an der, ja, an einem gewissen Potenzial an Zeit. Und das ist aufgrund von anderen Aufgaben, die hier einfach wir ins Leben gezogen haben, ist das einfach alles ein bisschen, ja, ins Hintertreffen gekommen. Und dann ist ja wieder die Hofstelle da und so. Schauen wir halt, dass wir mindestens die Grundlagen für gutes Wachstum am Anfang schaffen und dann passiert schon sehr viel selber. Ja, dass wir nicht ständig neu und da und so. Ja. Wenn du einen Samen pflanzt, was machst du mit dem Samen, bevor du ihn pflanzt? Ich schaue ihn erstmal an und stelle mir die Frage, wo er denn wachsen mag. Dann nimmst du den auch in den Mund, wie das Anastasia vorgeschlagen hat? Ja, ich mache das auch. Und dann kriegt er die ganzen Virtues von dir. Das heißt, er wird genau schlussendlich eben die Frucht bringen, die auch deinem Immunsystem. Also ja, das ist das. Ich denke, dass man, also ich sehe das für mich noch viel, viel weiter, weil ich den Geist da noch
voranstellen mag. Mhm. Und ich sage, in einem Raum, in dem ich lebe, der mich hört, der mir gehört, von Hören, ja, wem gehört das? Der meine Stimme, mein Leib, meine Felder um mich herum, meine Gerüche, meine Zellen oder meine Hautschuppen, der alles von mir hat, ist mein Lebensraum. Ja, ich kann sowas machen, aber vielleicht muss ich es gar nicht mehr machen, weil das ja eine Gesamtheit doch am Ende ergeben soll. Ja, und das sind so, ja, so, ich habe da ja auch Expertisen gemacht, was da passiert. Und wir sind in einer Übergangszeit. Und diesen Übergang mit allen Rechten und Pflichten, die wir in der Welt haben, auf unserer Erde, in unserer Gesellschaft. Die wollen alle ihre Aufmerksamkeit und es geht darum, wie wir diese Aufmerksamkeit, die wir haben, einfach verteilen. Ja? Und ich denke gerade eher so ein bisschen an das, ja, Sepp Holzer hat gesagt, alles was du sehen kannst, hat einen Einfluss auf dich. Und wenn ich mir jetzt mal da die Horizontlinie da anschaue, da sehe ich hier 15 Kilometer weit da hinten. Und da sehe ich den Mond und da sehe ich die Berge da, das sind 30 Kilometer. Und all das hat einen Einfluss auf mich. Und dann ist einfach unser Gefühl, auf das alles haben wir auch einen Einfluss. Und das ist ein großartiges Bild oder eine großartige Vorstellung, dass hier, ja, durch das, was wir machen, eine gänzlich neue Widmung aufgetaucht ist. Also etwas, was es vorher in der Denkweise und in der Sortierung und mit den Grundlagen und mit den Möglichkeiten und Mitteln, die wir hier vorgefunden haben und einfach angefangen haben, die wir jetzt halt einfach da aufgebaut haben. Und somit ist es einfach mal was zum, also fürs Vorzeigen, fürs Einfühlen, fürs, ja, also sämtliche Menschen, die da waren, die mit der Fragestellung kamen, was macht die hier und ist möglicherweise dieses Modell, was wir machen oder diese Methode, die wir anwenden, ist das eine Möglichkeit für die Interessierten, die herkommen sind. Und also die allermeisten haben gesagt, ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Hm. Jetzt habe ich ein Bild. Wow. Und du hast den ausgehoben wieder. Ja. Also das Wasser war natürlich schon da, oder? Weil da unten. Also das Wasser war natürlich nicht da, weil das wurde ja alles, da war ja keine Senke da. Schau mal, das natürliche Gelände da hinten ist noch ein Stück, das war einfach ein Nordhang, der da bis da runter geht. Und jetzt haben wir das alles raus und einen Gegen-Südhang gemacht. Und dadurch ist ja eine große Tiefe entstanden. Und da landet jetzt das Wasser drin, wenn hier mal Regen kommt, dass es eben nicht gleich mehr ins Schwarze Meer blubbert. Es kommt nicht mehr in Wien vorbei. Das verdunstet wieder hier. Und die Nährstoffe und die Sedimente und die ganzen Partikel, die das oberflächlich abschwemmt, das Wasser, setzt sich hier als fruchtbarer Schlamm wieder nieder. Und steht der erneuten Humusbildung und dem Aufbau einfach als Grundlage zur Verfügung. Wenn ich mit so einem Modellcharakter jetzt mal über alle Agrarflächen mal das drüberlege und sage, wie steigt denn tatsächlich die Fruchtbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, die Energiebilanz, die Klimatik, die Artenvielfalt. Wir haben auf allen Parametern, die wir uns nur vorstellen können, haben wir also fantastische Ergebnisse, die einfach nur glücklich machen. Und die Insekten und die Vögel und die Wildtiere. Ja. Und das geht wieder das ganze Leben. Es geht wieder reihum. Vorher war auf der Wiese ja nur nicht einmal ein Ameisenhaufen, der sich ansiedeln konnte, wenn wir da regelmäßig durchgemäht haben. Und jetzt ist wieder Gemeinschaft da und es sind wieder sämtliche Schneckenarten. Also nicht nur die nackten, sondern auch die häusigen und die weinbergigen und die Wasserschnecken und Libellen und Larven und Fische, alles. Und die Vögel, die zwitschern und wieder kacken und somit kommt was in Gang. Und das ist ja in der
Gestehungsgeschichte ganz am Anfang. Das ist ja ein Prozess oder eine Widmung, die ja jetzt Generationen weitergetragen werden kann. Und wenn ich das übertreibe, dann sage ich ja mal ein Messungszeitraum oder Horizont 10.000 Jahre. Ja? Wie viel mehr Wasser, wie viel mehr Vogelgezwitscher, wie viel mehr Vogelkot, wie viel mehr Wurmlöcher, wie viel mehr Vogeleier im Nest, wie viel mehr Würmer, wie viel mehr Insekten, wie viel mehr Wachstum, wie viel mehr Wurzelbild, wie viel mehr Blattmasse, wie viel mehr Stammmasse, wie viel mehr Glück, wie viel mehr Luft, wie viel mehr Durchfeuchtung, wie viel mehr Kühlung, wie viel mehr alles. Gänzlich alles. Ein kleines Häufchen Scheiße vom Regenwurm. Also nicht Regenwurm, sondern Regerwurm. So hieß der nämlich früher. Und da sieht man sogar ein kleines Loch. Da hat er so seinen Ausgang gehabt, oben am Boden. Und dann packt er rückwärts aus, drückt sein Häufle da an der Oberfläche und dann krabbelt er wieder nach unten. Weil er möchte seinen Gang ja frei machen, er muss den frei machen. Und das, was er da frisst, macht er nicht mit seinen Zähnen, sondern mit seinen Verdau und mit seinen, ja eigentlich hat er gar keine, wie macht das denn? Mit seinem Mund leckt er eigentlich die Erde, sein Loch frei. Und wenn das jetzt recht hart ist, dann tut er sich schwer. Und wenn es weich ist, dann kann er da viel schneller. Und wenn er Futter hat, kann er auch noch mehr, weil dann fängt er nämlich Eierlegen an und dann gibt es ganz viele Regenwurmkinder und die machen den Boden locker und dann machen die das, was wir jetzt mit dem Bagger unterstützen können. Ja, wenn ich jetzt über Jahrtausende den Regenwurmkot immer wieder von weit unten nach ganz oben drücke, dann wälzt sich die Erde ja regelrecht um dadurch. Und das passiert. Und das, was da eben drin ist, in dem, was der geschissen hat, das ist um ein Vielfaches wertvoller als das, was er vorher gefressen hat. Weil da sind mittlerweile jetzt so viele Mikroben und Enzyme und was weiß ich drin, vielleicht Elemente, die vorher nicht da waren, weil er sie verdaut hat und dann haben die Mikroben einen Stoff vielleicht umgewandelt, der vorher gequält hat. Und das kann dann die Pflanze und die Wurzel wieder aufnehmen. Und so wird das alles durchgewälzt. Und wenn man dieses Prinzip, das ist einmal, wir müssen jetzt Lockerung bis an den Grund, das Tiefe wieder nach oben holen, das heißt nicht, dass wir das, was oben war, alles neigraben. Das darf schon an der Oberfläche bleiben. Aber wir brauchen von unten Lockerung bis an den Grund. Und dann ist alles gut. Also die Bagger, die da, also eben die, wie aus der Peter Wohl eben gesagt hat, zum Beispiel in den Wäldern, wo eigentlich bis zur nächsten Eiszeit das alles verdichtet ist, im Boden drin. Wenn man da mit dem Bagger reingeht, dann kann man das auch wieder richten. Ja. Die Frage ist, was machen die Baumwurzeln, wenn man da mit dem Bagger reingeht? Ja, würde natürlich schon Sinn machen, dass man auch die Wälder künftig auch in eine komplett andere Pflanzidee überführt. Ja, also es können ja genauso Waldgärten sein und eben mit Mischwäldern. Das wird ja heute auch von vielen schon praktiziert und gemacht, weil da eben noch Tiefwurzler da sind. Aber bei uns in der Region hauptsächlich Fichten, ja, Bauholz, Brennholz und künftige fruchtbare Landschaften haben alles davon. Und wir essen und leben im Wald. Kannst du uns vielleicht noch sagen, was das genau heißt, diese Waldgärten? Also Waldgärten ist das Ziel unserer künftigen Lebensform. Also nicht nur das, was wir jetzt vom Mutterhof wollen, sondern das, was wir sehen, was allgemein einfach die erträglichste Lebensweise ist, mit der wir, also der größte Teil der Menschen tatsächlich klarkommen kann. Das heißt, wir haben statt Nutzbäume, die einfach jetzt für Sägewerk oder für Holzbau gemacht werden, haben wir in erster Linie Obstbäume und Obstgehölze und wir haben verschiedene andere Gehölze da in Zwischenräumen. Wir brauchen nicht mehr so viel bauen, weil wir reduzieren uns ja auf die Fülle. Und der Waldgarten hat halt die Idee, dass er verschiedene Terrassen und Höhenstufen bildet, wo dementsprechender Windschutz, dementsprechende Vogelnische, dementsprechender Vogelkoteintrag, Schutz, wo innere und äußere Oberfläche da sind, wo also viele Blätter sind, die dann auch wieder am Boden fallen. Und wo einfach Lebensformen im Waldgarten dazwischen diesem
Lebensprinzip der Vielfältigkeit am nächsten kommt. Also darum geht's. Und da spielen die Bäume halt die zentrale Rolle, weil ohne die Bäume und ohne die Pflanzen geht gar nichts. Also die Bäume sind heilig. Der Schwerti hat vorher gesagt, dass wenn die Blätter von den Bäumen fallen, kommen wieder die Nährstoffe von ganz weit unten im Boden, kommen wieder an die Bodenoberfläche und dass das extrem wichtig ist. Der Baum macht genau das gleiche wie der Regenwurm, der Regenwurm. Er holt die Stoffe, die er unten mit seinen Wurzeln aufnimmt. Das ist also ziemlich komplex, was da passiert. Die holt an die Oberfläche, weil er sie verwächst in seine Blätter und in seine Äste. Und wenn das dann wieder runterfällt und kompostiert auf der Oberfläche, dann wälzt der genauso die Erde von tief unten nach oben durch. Nur wie ein Bagger. Anders. Wie der Bagger oder der Regenwurm. Ist immer das gleiche Prinzip. Mhm. Ja? Und die Lebewesen arbeiten immer von unten nach oben. Ja? Darum soll der Mensch sich am Stein bücken und ihn wo höher drauflegen, weil dann hat er dieses Prinzip der Kraft, also dass die Erde natürlicherweise immer den Hang oder den Berg abträgt und die Senke auffüllt. Ja? Also das ist schon der natürliche Prozess, der da, also die Senke füllt sich und der Berg trägt sich ab. Und wir wollen aber Dynamik, wir wollen ja tiefe Senke, dass viel Wasser da drin hat. Dann müssen wir einfach immer wieder was rausholen, so wie der Wurm auch, und das an die Oberfläche bringen. Weil damit erzeugt man dann vielleicht viel Windschutz und viel Erdoberfläche. Und somit haben wir einfach einen Reaktor in Gang gesetzt, der auf der Ebene einfach, auf der flachen Erde niemals wirksam sein kann. Und dadurch hat der ganze Erdkörper, der Wall oder das Hügelbeet oder das Hochbeet, hat da nur die Möglichkeit, dass sie, ja, also atmen kann, auch mit der Feuchtigkeit, also da wird eine Dynamik eingesetzt. Und so. Und noch zu den Teichen, die ihr habt, weil ihr baggert ja diese Teiche aus und da kommt aber das Grundwasser, sind wir einverstanden, das ist das Grundwasser, also, das ist da ist. Es ist kein Grundwasser, was hier kommt, weil Grundwasser ist, also in teilweise sehr tiefen Schichten, wir fangen in erster Linie Oberflächenwasser, weil das ist unser Ziel, damit wir das schnell ableiten. Also all das, was von der Oberfläche kommt, von den oberliegenden Zonen jetzt da, die Viehweiden und die Agrarflächen, die sind nicht mehr in der Lage, dass sie große Mengen Wasser aufnehmen. Und alles andere ist nur Frage der Zeit, wann es abfließt. Mal schneller, mal weniger schnell. Und bisher ging das einfach durch einen Entwässerungsgraben auf direkten Wege umgebremst ins Schwarze Meer. Und wir haben gesagt, wir wollen jeden Partikel und jedes Sedimentkörnchen und Sandkörnchen und Humuskörnchen und Staubkörnchen und Samenkörnchen, egal was es ist, wir wollen es eben nicht in den Fluss rein, sondern wir wollen es hier wenigstens unserem Seegrund ausfüllen und als Schlamm bilden, weil das können wir dann wieder an die Oberfläche bringen. Ja? Ob ich das einmal im Jahr mache oder einmal in 10 Jahren oder kontinuierlich immer beim Baden einen Eimer voll Schlamm wieder auf mein Beet oben drauf schmeißt, das hat der Nil in seinen jährlichen Überschwemmungen, da haben wir auch wieder dieses Delta und also diese Erhebung und Senkung, da ist ja Dynamik da. Und seit der Aswan-Staudamm gebaut ist, lagert sich da zwar viel Schlamm ab im Untergrund vom Staudamm, aber der kommt nimmer in die Auen des Nil-Deltas, wo er die Überschwemmung und die fruchtbaren Böden über Jahrtausende einfach jährlich gemacht habe. Und diesen Prozess, den können wir nachempfinden oder nachahmen. Ja? Weil ich muss aus dem Wasser, das ich jetzt rausfange, die Fließgeschwindigkeiten runtersetzen, indem ich einfach kleine Absetzgruben reinmache, immer wieder, indem ich einfach Meanderformen in den Bachlauf reinmache. Und das müssen wir einfach nachgestalten. Also da, wo natürlicherweise das so gewesen ist und dann durch Drainagierung und durch Landwirtschaftsformen der letzten 100 Jahre einfach das hervorkommen ist, was wir heute sehen überall, das bauen wir wieder zurück und dann haben wir genügend Wasser. Der Eintrag in irgendwelche Grundwässer oder also dass wir Grundwässer nehmen, das dürfen wir gar nicht. Ja, weil da gibt es hier die Wasserrechtler, die stehen da drüber, das interessiert uns so gar nicht, weil das Oberflächenwasser und das Schichtenwasser, das quer aus dem Hang irgendwo rausdrückt. Wir haben hier ein kleines Gefälle und da drückt das Wasser einfach aus dem Hang raus, wenn von oben was nachkommt. Ja, wenn es zu lang trocken war, ist da auch nichts passiert. Die Region um euch, das sind ja nur Äcker. Also vorher Wiesen. Genau, das sind nur Wiesen.
Und ihr habt hier so ein totales Mikroklima geschaffen. Es ist ja, ja alles extrem grün. Ja. Warum ist es jetzt so grün? Ihr seid jetzt das nicht ständig am Gießen? Also gut, in der umgebenden Region ist es auch recht grün. Das war jetzt im Sommer sehr trocken. Da waren die ersten Stellen in der Wiese, die dann braun wurden. Und bei uns blieb es tatsächlich grün und es ist grün, weil die Kapazität an Wasser im Boden einfach um ein Vielfaches höher ist als das, was auf der flachen Erde also stattfindet. Ja, da gibt es einfach eine bestimmte Sättigung und wenn die erreicht ist, dann fließt es ab. Und dann hat es 3 Tage Sonne und ein bisschen an Wind, dann ist es eigentlich schon wieder zu trocken. Ja, weil der Boden wäre ja als Schwamm vorgesehen und der hat halt seine Schwammwirkung dadurch verloren, dass wir ständig da mit schweren Gewichten da drüber gefahren sind und das komprimiert haben. Und es kann ja sich nicht mehr auswölben oder sonst irgendwo. Das ist dicht drin. Und ich kann auch von Lehm batzen, wenn ich den in einen Kasten reinsperre und der ist dicht und fest gepresst. Und ich habe den Kasten, ein paar Brettel da drumherum. Wenn ich da Wasser drauf mache, der kann ja nicht einmal quellen. Mhm, genau. Und dieses Quellen. Genau. Ja, also wir brauchen die Quelle im Boden wieder. Genau. Das Quellvermögen im Boden. Und mit dem Humus, der hier überall ist, bleibt natürlich das Wasser und darum ist es natürlich auch grün. Und ihr habt wahrscheinlich ja. extrem Taubildung auch. Ja. Weil auf den super trockenen Flächen gibt es überhaupt keinen Tau. Da gibt es keine Taubildung mehr. Und die Taubildung ist ja dadurch begründet, dass die Pflanze ja in Wahrheit der Kühlschrank ist. Ja, also durch das Pflanzenwachstum, Verdunstungskälte entstehen, also die Pflanze wächst und kühlt sich eigentlich da dabei. Das ist der Grund, warum sich überhaupt der Tau bildet am Gras. Ja, auf dem Stroh bildet sich ja kein Tau mehr, weil das ist ja keine Pflanze mehr, wo noch kühlt. Das ist ja schon tote Pflanze. Das ist ja nur noch Biomasse. Und beim Baum und beim Blatt und überall gilt das halt. Ja, und dann habe ich die Kühlung und dann habe ich die Verdunstung. Dann habe ich die Atmosphäre mit mehr Feuchtigkeit, dann habe ich die Kondensation natürlich auch wieder mehr. Also egal, was wir hier für einen Punkt anscheinen, wir haben überall eine Mehrung durch dieses Prinzip Permakultur. Lockerung an den Grund, Auflockerung, dadurch wird die Pflanzendurchwurzelung viel leichter, dadurch wird es für die Regenwürmer und für die Bodenlebewesen viel leichter, dass sie dann an diesen Sprungschichten, wenn ich mal was aufkrümelt habe, dass sie dann halt wieder leichter durchkommen. Weil wenn es schwer ist, dann geht es halt nicht mehr. Aber wenn es halt leicht krümelig ist, dann kann halt die Wurzel da viel leichter durchwachsen. Und sobald wir irgendwo drüber fahren, ist dieser Prozess einfach unterbrochen. Ja? Und er ist ganz leicht wieder zu starten von Hand. Ich kann da genauso gut graben, ich muss halt ein bisschen tiefer rein, alles lockern und dann in größerem Umfang einfach mit dem Baggern. Ja? Weil die Baggern können da runter und dann kann ich die Steine hochholen, kann ich die Mineralisierung wieder in Gang setzen. Weil die Steine wurden über Jahrhunderte an der Oberfläche weggetragen. Und jetzt hat man festgestellt, die Steine sind nicht zwingend für die Humusneubildung, weil wir brauchen frische Mineralien. Und der Stein ist halt nur in der Lage, oder der Fels, oder ist halt nur in der Lage, frische Mineralien, ja, in einem ordentlichen Verhältnis mit allen Elementen, die da drin sind, machen. Wir können nur Gesteinswellen aufbringen. Ja. Bloß ob das reicht für alle Agrarflächen, die wir haben, dementsprechende Mengen an Steinmehl, da ist doch richtiger und wichtiger, wenn wir den Sand noch feiner mahlen und wenn wir die Steine ein bisschen kleiner reiben, dass wir frische Mineralien dann vor Ort haben. Oder wenn wir die Steine an die Oberfläche bringen, dass sie dann natürlicherweise wieder verwittern. Weil das passiert ja. Der Fels löst sich auch auf im Gebirge und rieselt nach unten. Und das blaue Wasser im Lech oder in den Gebirgsflüssen ist ja nur deswegen so blau, weil die Mineraliendichte so hoch ist. Ja, und das ist das Ziel, da müssen wir... Kannst du vielleicht 2 Worte sagen, wegen der Humusbildung aus Stein? Also der Stein wird zu Humus, sind wir einverstanden? Also der Stein hat seine Verwesung dadurch, dass er an die Oberfläche kommt. Das ist genau anders wie bei uns. Also wir vererden, dass wir in die Erde kommen, also gern auch an der Oberfläche, weil da geht es schneller. Aber der Stein ist in der Erde drin konserviert. Der unterliegt keinem Frost und hat immer die gleiche Feuchtigkeit und hat immer die gleiche Temperatur. Aber wenn der jetzt an der Oberfläche liegt und warm wird, weil ihn die Sonne anscheint und er seine Umgebung wärmt, ja, dieses Kleinklima, das kann ja auch ein großer Stein sein, dann haben die Pflanzen da drumherum erstens mal ihren Wärmespeicher, haben zweitens ihren Feuchtigkeitsspeicher. Unter den Stein habe ich immer Kondensatbildung, also Wasser kondensiert. Weil ich einen Taupunkt habe zwischen warm und kalt, Stein wird warm am Tag, Erde ist kühl und da dazwischen neben den Steinen, da ist immer feucht drunter. Und die Pflanzen wissen natürlich, dass da feucht ist und haben ihre Wurzeln da unter den Stein gerichtet. Und das, was an Wasser jetzt vom Stein runterrieselt
und was sich an der Oberfläche vielleicht ein bisschen aufgesprungen hat oder was, oder der Frosch vielleicht die ersten Kanten abgesprengt hat, das fällt auf die Erde. Das wird durch diese, eigentlich durch diese Huminsäuren oder durch die Flechten und durch die Moose wird das ursprünglich dann kleinkrümelig wieder gemacht und somit wird es wieder für die Pflanzen verfügbar. Und wenn ich jetzt da zu diesen Mineralien und Spurenelementen und Sedimenten einfach nur ein bisschen Biomasse da drauf mache, ja, egal ob das jetzt Blätter oder ob das Totholz oder sonst was ist, dann kann ich da die Oberfläche weiter vergrößern und habe einfach einen frischen neuen Boden mit frischen neuen Mineralien, der lockerig, der krümelig ist, der fantastisch durchwurzelt werden kann. Und das gilt im Kleinen. Das kann ich Fingerhut für Fingerhut voll so machen. Und ich kann das aber auch im Großen mit dem Bagger machen. Und dafür ist also auch Kompostierung sehr wichtig. Also wir werden jede Menge Biokomposte brauchen, damit wir diese ganzen Agrarflächen wieder sanieren können. Auch die Vergiftung ist ein großes Thema. Ja? Und wenn wir mit Pilzen arbeiten, das wird ja heute gemacht, aber die Pilze brauchen dann dementsprechend Futter. Dann müssen wir die füttern, dann machen die auch die Gifte wieder raus. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir einen Untergrund graben und wir bringen das wieder an die Oberfläche, dann müssen wir dementsprechend die Biologie aktivieren, dass die Giftstoffe durch die Bodenlebewesen wieder, ja, also wie sagt man da, nichts zersetzt, sondern Transmutation, Stoffwandlung. Ja? Etwas, was eigentlich in der Physik nicht für möglich gehalten wird, in der Natur aber täglich passiert, seit Jahrmillionen. Ja? Wir brauchen es bloß wieder in Gang setzen und dann läuft. Kannst du uns noch was zur Wichtigkeit des Frosts sagen? Also der Frost ist an sich gar nicht so wichtig. Ich mag den Geiz so gern. Der Frost sprengt den Stein auf. Der Frost sprengt den Lehmklumpen auf und macht ihn locker und krümelig. Mhm. In der Landwirtschaft redet man im Ackerbau von der sogenannten Frostgare, dass der Boden eingefriert. Wenn ich jetzt aber den Boden als Lebensraum sage und als Reaktor sehe, dann möchte ich ja meinen Reaktor im Winter außer Betrieb setzen, wo ich eigentlich am meisten Wärme brauche. Dann muss ich schauen, dass eigentlich der Frost aus dem Boden herausbleibt, indem ich Mulch oder Abdeck oder sonst was mache. Weil die Würmer arbeiten sommers und winter durch, wenn sie können. Die Bodenlebewesen, die Mikroben, die Pilze wachsen dadurch, wenn sie können. Die brauchen einfach bestimmte Feuchtigkeit und Bodentemperatur und Futter und Verfügbarkeit von Biomasse, also von Kohlenstoff letztlich. Wie ich das eintrage oder draufbringe, das ist vollkommen egal. Aber wenn das da ist, dann wir brauchen den Frost nicht unbedingt. Kannst du uns da noch was sagen? Sag noch fertig. Der Frost zersetzt den Stein schneller. Ja, aber da kann ich mit dem Hämmerchen auch drauf machen und Frost simulieren. Genau. Ja, okay. Oder mit einem Schleifpapier drüber gehen und ein bisschen frisches Steinmehl hier für den. Ja, also es spielt keine Rolle. Der Vogel, wenn er sich einen Schnabel wetzt, produziert auch Steinmehl in Spuren. Ja, also wo dann wieder in dem Humus sehr, sehr eben gut ist. Ja, genau. Ja, voll. Ja, und dieses Mineralien. Prinzip, ja. Was hat die Natur an sich, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, an Logik eingerichtet, dass das alles läuft? Ja, und zwar über einen Zeitraum, der die menschliche Vorstellung einfach durchbricht. Dieser lebendige Organismus. Ja. Mhm. Und den braucht man ja bloß anschauen, wie läuft es. Und dann können wir sinnvoll in diese Dinge eingreifen oder sie wieder in Gang setzen, wo wir sie irgendwie empfindlich gestört haben. Ja, das ist ja, die Störung obliegt ja hauptsächlich durch Unwissenheit. Genau, kannst du uns vielleicht noch was zum Mulch sagen? Wie wichtig der Mulch ist zu diesen all diesen brachliegenden Ackerflächen und so weiter? Wie, genau. Ja, der Mulch ist sehr wichtig. Weil der Molch, der Mulch. Der Molch und der Mulch sind ja vielleicht, also im Wort her ähnlich. Ich mag Mulche, weil Mulch heißt Schutz für die Erde, Futter für die Mikroben. Sag vielleicht die Menschen, die nicht wissen, was Mulch ist. Also Mulch ist alles, was ich an toter Biomasse auflege. Das kann Gras, das kann Hackschnitzel, das können Rinden, Stroh. Das können Teebeutel, Stroh, das kann Äste, Blätter,
alles, was die Erde mit Biomasse deckt, kann als Mulch bezeichnet werden. Und eine Mulchschicht ist für den Boden zwingend und dringend wichtig. Weil das verrottet dann. Das verrottet dann und verhindert in erster Linie mal die Austrocknung von offenen Bodenschichten. Also man könnte das auch im Ackerbau machen, dass man den einfach großflächig mulcht. Aber dafür brauche ich großflächig Mulch. Ja? Und das ernährt die Regenwürmer? Das ernährt die Regenwürmer, das ernährt die Pilze und die gesamten Bodenlebewesen. Alle. Mhm. Ja. Danke. Ja. Also Erde gut, alles gut. Und wenn die Erde fruchtbar ist, dann wachsen die Pflanzen auch gesund und dann sind die auch üppig. Das habt ihr gesehen gestern da, gerade beim Dominik, wo über viele, viele Jahre einfach aktiv Humusaufbau umgesetzt wird. Mhm. Und da kommt ständig frisches Mineral. Und wie können wir das jetzt wirklich jeder, ob ich jetzt in einer Stadtwohnung wohnt, egal, wie können wir helfen, den Humus wieder aufzubauen, wir alle? Also der Professor Otto Pohl wird sagen, wir müssen erst einmal dieses Spül-WC in Frage stellen und schauen, wie wir unsere wertvollsten Stoffe, also der Regenwurm, käme ja nie auf die Idee, dass er jetzt irgendwie ein WC installiert und sein Häufchen da auf dem direkten Weg ins Schwarze Meer abspült. Ja, wir haben diese Idee umgesetzt und haben das also mit Bravour gemacht. Und das liegt ja in dieser Thematik, dass wir uns doch sehr konzentriert in unseren Lebensräumen haben. Und die Frage ist, wann wird Wasser zum Abwasser? Weil es wird immer Wasser bleiben. Mhm. Ja? Und wir haben es dann in irgendeiner Weise belastet oder schmutzig gemacht oder sonst was. Aber ich weiß, die Biomasse, die im Abwasser landet, die wird zwingend notwendig für einen Humusaufbau. Und die Phosphate, die in unserem Urin oder sonst was, die Mineralien, Harnstoff, die da abgeschwemmt werden. Ach, wenn die volle Medikamente sind und weiß ich was alles, ist ja nicht das, super. Also in dem Moment, wo ich natürlich mich mit meinem eigenen Häufchen beschäftige, weil ich das anschaue und weil ich es kompostieren will, stelle ich natürlich auch die Frage bei mir, was fülle ich denn da oben nach? Ja, und wie ändert sich das Häufchen? Wie ändert sich der Duft von meinem Häufchen? Wie ändert sich die Säure von meinem Urin? Und wenn ich das sage, ich möchte das wieder in meine Lebenskreise mit ein, oder dann kompostieren oder dann wirklich an die Bäume wieder, dass da wieder was aufgebaut wird statt abgebaut, dann stelle ich mir erstens die Frage, was kommt da rein? Und zum anderen, das Thema ist ja nicht gelöst, indem ich einfach auf das WC-Knöpfchen drücke. Ja, die Kläranlage hat ja auch damit zu tun und zwar enorm. Die Stoffe, die rausgeholt werden, die sind eigentlich gar nicht so problematisch. Aber die ganzen Schadfrequenzen und diese ganzen Mikroplastike und diese ganzen Hormone oder hormonähnliche Substanzen, Medikamenten, Medikamentenreste oder was weiß ich, was da alles drin ist, das wird ja alles miteinander gemischt. Und was dann da tatsächlich im Bach wieder drin landet, das sehen wir ja in unseren Wasserinhaltsstoffwerten. Das sehen wir ja, da ist Zeug drin, was da eigentlich nicht reingehört. Ja. Genau, aber was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also es gibt natürlich, da ist jetzt die Komposttoilette. Ein funktionierender Boden, ein guter Kompost, ist in der Lage, dass er einfach auch echt heftige chemikalische Verbindung wieder zersetzt und wieder in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Genau. Dafür brauche ich aber echt eine kräftige Biologie. Mhm. Und die ist jetzt bei uns im Komposthaufen ja nicht konzentriert, weil sie sagt, da muss sie als einzige funktionieren, sondern das Ziel wäre ja, dass unsere gesamte Bodenoberfläche wieder so ein Reaktor ist. Dass die Biologie an jedem Quadratmeter heilige Mutter Erde wieder so aktiv ist, dass da wieder 1000 Regenwürmer auf einem Kubikmeter oder auf zwei im Untergrund leben und ja, Erde umwälzen, also mehr als ein Bagger da schaffen kann, wenn man das übers Jahr sieht. Mhm. Und das geht nur mit Futter und das geht nur mit, wenn es locker ist und das geht nur, wenn... Mit unserem Einkaufsverhalten auch. Auch, ja. Und selber halt Kompost anbauen, das ist wirklich super wichtig. Ja. Komposttoiletten. Und dann stell dir die Frage, wenn du im 17. Stockwerk da in München irgendwo lebst, was machst du jetzt mit deiner Erde? Ja, weil du machst deine Fäkal und dein Urin und dann wird das ja
verwertet, aber was machst du jetzt dann damit? Mhm. Wo bringst du die neue fruchtbare Humuserde, wo bringst du sie denn hin? Mhm. Dann kannst du erstmal deine Blumentöpfe alle füllen, aber wenn die voll sind, dann stellt sich doch irgendwann mal die Frage, ja, was mache ich hier? Wo kann ich wachsen? Und das ist dann die Fragestellung, die wir da in den Raum stellen. Wie leben wir künftig wieder auf dem Land? Also wer stützt denn die Landwirtschaft und hilft ihr dabei, wieder die Vollsanierung durchzuführen, die für uns ja alle wichtig ist? Mhm. Weil unsere gesamte Wasserkapazität durch unser Erdreich ja durchgeht. Und wir hängen da alle mit drin. Also sind wir möglicherweise alle da mitverantwortlich, dass wir an dem ganzen Lösungsthema arbeiten. Und da müssen wir halt nichts Neues mehr finden. Wir können das, was da ist, an Lösungen und an Kapazitäten und an Mitteln und Finanzen, das können wir gezielt einsetzen und es wird uns allen gut dabei gehen. Danke, danke dir. Danke. Juhu.